Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Wieder mit der Colbert, dachte ich. Ein bisschen Rankthorn. Nicht unbedingt gleich zu spielen, das Schiff. Das ist mir schon klar geworden. Das macht umso mehr Spaß irgendwie. Auch mal für sein Damage halt auch arbeiten muss. Und dieses Rumgeballer mit diesem Schusswinkel macht halt einfach unglaublich viel Spaß. Ja, schauen wir mal, ob wir das diese Runde vielleicht auch noch ein bisschen besser hinbekommen mit weniger Fahrfehlern. Denn jeder einzelne Fahrfehler kann dir hier echt das Leben kosten mit dem Schiff. Da muss man schon ganz schön aufpassen. Deswegen den guten Tarnwert ausnutzen, den guten Schussbogen ausnutzen und nicht auf offener Fläche rumballern. Das ist nicht gut. Das macht man nicht mit dem Schiff. Ja, und im Zuge dessen ist mir auch klar geworden, dass die Skillung nicht unbedingt die beste ist. Fünfmal Heilung brauchst du bei dem Schiff wirklich nicht. Anders wiederum halt viermal so ein Motorboost ist halt nicht so verkehrt. Da muss ich halt echt noch so ein bisschen gucken und ausprobieren, was hier dann doch am besten noch passt für dem Schiff. Dafür kenne ich es einfach noch viel zu schlecht. Aber ja, einfach mal fahren und ausprobieren, ne? Erfahrung sammeln. Dann kann man dazu auch mehr sagen. Und letzte Mal hier lang lief es ja eigentlich ganz gut mit dem Kurfürsten, ne? Der ja hier an der Insel schön rückwärts gefahren ist. Alter Schwede, wie man den eingedickt hat mit Granaten, war göttlich. Mal gucken, ob wir diesmal ähnlich hinbekommen. Wenn die Sommers jetzt hier da vorfährt. Ein bisschen was spottet. Immerhin haben wir ja drei gegnerische Schlachtschiffe. Das ist schon mal ganz gut. Das muss hier halt nur irgendwie was rumkommen, halt, ne? Dass man beballern kann. Und dann bin ich auch schon zufrieden. Ja, ist halt so eine Sache halt mit dem Ship in Rank. Ne? Ich meine, wie gesagt, eine Ballerbude ist zwar schön und toll und toll und hm. Aber selber mal Sachen in die Hand nehmen ist so eine Sache mit dem Ding. Alleine gegen so ein Schlachtschiff oder sowas hast du halt keine Chance. Der muss halt gespottet sein. Man muss sich halt hier schön, so wie ich jetzt gerade es versuche, hier schön an die Insel positionieren. Und dann ballert man den relativ zügig runter, ja. Aber auf offener Fläche. Naja. Das geht schief. Also der Thunder zum Beispiel mit seinem Großkaliber in HE. Hast du keine Chance. Das wird nix. Da musst du dann halt wirklich zugehen, den guten Tarnwert ausnutzen und abhauen. Und einfach nur warten, bis der Thunder sich ein anderes Ziel raussucht und dann wieder beballern. Anders wird das nix. Eieiei, Kremlin, Kurfürst, Thunder. Die sind alle darüber gefahren, ne? Na komm, wir machen jetzt mal den Motorboost an. Vielleicht auch ein bisschen zu spät jetzt hier peilt, oder? Wir fahren jetzt mal zu C runter. Das scheint ja wirklich nur in den DD lang gefahren zu sein. Ne, da brauchen wir uns hier nicht hinstellen und warten, bis was kommt. Das dauert dann noch eine ganze Weile. Wenn das gegnerische Team komplett zu A gefahren ist. Ja, unsere Z und Thunder hauen natürlich ab, das ist ganz, ganz klar. Da richtest du nichts aus. So, dann nicht, um zu viel Zeit zu verlieren, mal schön den Motorboost anmachen, wie gesagt. Und ab zu C cappen. Kurfürst ist noch ein kleines bisschen zu weit weg. Das ist halt auch so schön schnell, das Ding halt, ne? Mit Motorboost hier über 40 Knoten als Kreuzer, das ist halt echt geil. Ist halt auch ein schöner DD-Hunter hier, definitiv. Das definitiv. Die Desmo. Tja. Nee, 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 nee. Nicht offen schießen. Erst positionieren. Dann schießen. Man muss halt echt geduldig sein. Und dann lieber erstmal einen Kauf nehmen, dass man erstmal nicht so viel Schaden macht. Lieber strategisch positionieren, um dann ordentlich Schaden machen zu können, als einen Fehler zu machen, Pech zu haben, Doppelzieher und halbes Schiff schon weg. Das will ich nicht riskieren. Gucken wir mal jetzt hier an den Kremlin wieder rankommen. Wird ja nie so schlecht, der Kollege.
Was sehe ich hier auf? Das ist nicht cool. Ich höre auf zu schießen. Erstmal wieder unsichtbar werden. Ah, das war Fahrfehler Nummer 1. Warte. Absolut Schwein gehabt. Wieso bin ich denn hier wieder auf? Der Kurfürst da hinten, oder? Verdammt. Stimmt. Okay. Ne, wieder weg hier. So brauchen wir nicht schießen. Oh, jetzt haben wir es mit Nebel. Das ist geil. So, jetzt fahren wir wieder vor. Ah, komm, dann dreht er halt jetzt schon weg, ne? Das ist halt schade. Jetzt kann ich da ja nicht mehr schießen. Das mal. Jetzt kommt der Nebel. Ja, der war da. Ah, schade. Das läuft alle zu kontraproduktiv, ne? So semi-gut, könnte man auch sagen. Könnten wir schon mal eine Heilung rinnen und hoffen, dass halt der Radar von der Desmo langsam mal ausläuft. Dass ich hier nur ein bisschen im Nebel schießen kann. Ah, jetzt ja. Das ist sehr schön. Ich fahre trotzdem mal ein bisschen weiter, ein bisschen bewegen im Nebel, nicht in dem Nebel stehen bleiben. Und jetzt decken wir mal schön den Kurfürsten ein. Mag er denn mal brennen? Das ist die Frage der Fragen. Jawohl, mag er. Boah, erste Brand überhaupt erst, oder? Die löscht er natürlich auch instant. Ne? Schade, schade, schade. Ah, wieder abgefackelt. Sehr schön. Das ist gut. So, nächstes hier incoming. Aufpassen, der Nebel hört bald auf. Aufhören zu schießen. Oh, ist eh unsichtbar geworden. Oh, aber er guckt ja nicht mal in meine Richtung. Oder? Kann man ruhig weiter ballern. Gucken, ob man hier noch unsichtbar werden kann beim Schießen. Aber ich denke mal, dass da noch irgendwo eine Idee ist. Die Yogumo da unten, ne? Autsch. Hey, komm, aufhören zu schießen, unsichtbar werden. Kein unnötiges Risiko hier wieder eingehen. So, und da kommt Beschuss, da muss ich drauf achten. Ich bin sogar noch, wollte gerade sagen, bei 9-8 offen. Der ist ja nochmal nah dran, der DD. Definitiv diesmal cleverer anstellen. Muss ja nicht die gleichen Fehler machen. Ich mache gerne Fehler und oft Fehler, aber irgendwann muss man ja auch mal daraus lernen. Ne? Und jetzt hier offen weiter rumschießen gegen Thunder, Siegfried, Kurfürst. Ja. Wie lange soll das bitte so eine leicht gepanzerte Colbert überleben? Genau, nicht lange. Wird man gleich wieder ballern? Gucken. Kurfürst. Mag jetzt aber erstmal hinter die Insel hier kommen. Oh, jetzt haben sie beide geschossen. Ich könnte mal anfangen zu schießen. Wieder erstmal Reload. Ach, abgefackelt. Aber das wird ja gleich löschen, ne? Ah.
Ah, es braucht auf jeden Fall erstmal ein bisschen Distanz und vor allem eine Position, wo ich weiter ballern kann. Sowas. Aufhören zu schießen, ich gehe wieder auf. Ich bin so wieder offen. Hey, bei 9,8 aber wieder jetzt. Oh, das heißt ja, die Tier ist ja bei Jens irgendwo in der Nähe. Oh, warte. Das ist nicht cool. Oh. Oh. Verdammt. Oh Mann, ey. Scheiße. Kolbert, die sich festfährt, ist halt ein schönes Ziel. Und den Yogumo-Torps sind ungesund. Alter, ich kann da so viel Lack haben. Ah, jetzt sieht natürlich der Motorbus raus. Ich muss hier erstmal rum. Ich muss von der Yogumo weg. Aber die bin offen, dann kann man auch schießen. Ich glaube tatsächlich, ich hole mir lieber den Motorboost, also beziehungsweise die bessere Beschleunigung. Motortuning. Denn das Steuergetriebe ist zwar auch gut und schön, aber ich komme halt dann doch lieber schnell vom Ziel weg. So, jetzt kriegen wir das mal, dass wir die Gummi ein bisschen treffen. Wirklich. Autsch. Kacke. Unsichtbar werden, unsichtbar werden, unsichtbar werden. Und schon. Oh, Spaniard. Oh, man sieht es ja wieder sofort, ne? Wenn du hier offen bist und schießt. Das ist echt heftig mit dem Ding. Dafür ist das Schiff halt zu schlecht gepanzert. Hoffen wir, dass ich jetzt hier unsichtbar bleiben kann beim Schießen. Putz. Oh, ne. Edge, Motorbus an. Schuss kommt, eindrehen. Da hinten vor dem Thunder die Kugel, ne? Oh, Motorboost. Bring mich weg. Tjo, das war's dann. Schade eigentlich, ja. Da sieht man es halt auch wieder ganz stark, dass du in so einer Runde halt alleine nichts machen kannst mit dem Ding. Deswegen halt, ja, ist halt wirklich eher so ein Funboat, beziehungsweise was für die Divi. Wo du halt einen Spotter hast, dann nochmal Nebel kriegst oder sowas und dann richtig losrotzen kannst. Dafür ist das Ding halt sau stark. So hier. In Ranked eher nicht so stark, glaube ich. Die 124.000 Schaden sind jetzt nicht so prickelnd. Na gut, 1,6 Millionen Attack mit dem echten Schiff, das ist schon nicht so schlecht. Aber effektiv konnte man halt hier nicht viel machen, ne? Und darum geht es ja in Ranked. Aber so für zufällige Fechte oder wie gesagt, wenn man dann mal eine Divi fährt generell. Ja klar, in Ranked kannst du ja Divi nicht fahren. Echt ein tolles Schiff. Oh, wir können mal ein bisschen Schaden machen. Jetzt gerade alles macht halt echt Spaß. Oder? Oh, schnell ein Großkaliber gemacht. Ah, ist eh gleich vorbei. Ah, komm, wir ballern mal noch ein bisschen.
So, einlenken. Erst geben. Das macht halt echt Spaß, oder? So, ein verringert, das war auch klar. Oh, 160.000 Schaden nochmal gemacht. In der kurzen Zeit jetzt zum Schluss nochmal ordentlich was gedrückt, oder? Gucken wir mal. Ja, war schon okay. Ja, war schon eine schöne Runde eigentlich, nur leider verloren. Aber, ja, ich denke nicht, dass das Schiff so toll geeignet ist für Ranked. Das hängt halt sehr stark vom Team ab. Und ich glaube, da werde ich doch mal wieder andere Sachen nehmen. Aber gut, ausprobiert. Jetzt sind wir ein paar Runden und es macht unglaublich viel Spaß. Und das halten wir fest. Es muss ja auch Spaß machen. Mit den Worten verabschiede ich mich auch gerne wieder und bedanke mich fürs Zusehen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.